Hallo Leute, mein Name ist Danny Burnage und willkommen auf dem Kanal von Max. Ich habe hier ein Modern Warfare 2 Gameplay für euch mit der MP5K in einem Schleifer alle auf Highrise. Und ja, ich fange mal damit an, indem ich was zu der MP5K sage. Und zwar habe ich diese Waffe, bevor ich dieses Gameplay erspielt habe, ziemlich wenig genutzt. Ihr seht auch, ich habe erst die Stadttarnung. Und ja, seitdem ich dieses Gameplay bekommen habe, benutze ich sie des Öfteren, weil sie einfach ein Biest auf solchen Maps wie Highrise ist. Denn da passiert es halt, dass ihr sehr oft in Nahkampfsituationen kommt. Und da braucht man meistens einfach diese Stärke und diese hohe Feuerrate der Waffe. Und deswegen benutze ich jetzt auch öfters. Ja, ich spiele auf der Empfindlichkeit 3, weil ich einfach den Vorteil gegenüber denen haben möchte, dass ich auf Fernkämpfen einfach präziser bin als sie. Und somit auch die meisten Fernkämpfe gewinne. Es hat natürlich auch ein paar Nachteile im Nahkampf. Ja, aber mir reicht auf jeden Fall diese Dreier-Empfindlichkeit. Wenn ich Sniper, ist es eine ganz andere Sache. Da spiele ich auf 7. Denn, ja, man braucht einfach diese Schnelligkeit, um sich im Zoom zu bewegen. Aber ich möchte auch nicht zu schnell sein, deswegen auch nicht auf 10, sondern nur auf 7. Generell spiele ich eigentlich nur Bodenangriff und Frei für alle. Frei für alle, weil man ist einfach auf sich allein angewiesen. Und wenn man gewinnt, dann kann man sagen, dass man es selber gewonnen hat. Da hat irgendwie kein Teammate geholfen. Denn, ja, wenn man im Team spielt, ist es doch meistens so, dass man vielleicht eine 4er bis 5er KD hat, aber das Team einfach so schlecht war, dass man es einfach verloren hat, das Spiel. Und im Fall für alle kann sowas nicht passieren. Wenn man verliert, dann ist es, ja, die eigene Schuld. Außer es sind irgendwelche Booster dabei. Und ja, Bodenangriff spiele ich, weil ich einfach die Action mag. 18 Leute finde ich also ziemlich nice. Würde ich mir auch für Modern Warfare 3 wünschen, dass es nicht nur 18 Leute in Team Deathmatch und Herrschaft gibt, sondern 18 Leute auch in Sprengkommando, Sabotage, Capture Flag und so weiter. Denn ich denke mal, das wäre eine große Abwechslung. Und ja, wenn es einem zu viel ist, 18 Leute in Sprengkommando, denn das ist dann schon ziemlich hart, irgendeine Bombe zu platzieren oder so. Dann muss man halt den Spielmodi nicht spielen. Und ihr seht, ich habe hier gerade die M4 aufgehoben. Und diese Waffe hat einen Granatenwerferaufsatz. Und generell nehme ich den Granatenwerferaufsatz eigentlich nie mit. Aber ja, wenn er schon an der Waffe dran ist, dann benutze ich ihn auch. Wieso eigentlich denn nicht? Und ja, das Gameplay endet auch gleich. Und ich bedanke mich bei Max, dass ich mein Video auf seinem Kanal posten durfte. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal bei mir vorbeischauen. Ja, ich verabschiede mich. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.